Das erste ist das, was wir rational-kognitive Intelligenz nennen. Das ist sozusagen der Teil des Gehirns, vor allem mit dem Sie Schach spielen, mit dem Sie ein Auto reparieren, mit dem Sie eine Telefonnummer heraussuchen aus dem Telefonbuch. Kurzum, das, wo die Art, wie Sie die Dinge miteinander verbinden, einfach vernünftig ist. Schon Kant hat gesagt, und deshalb hat er auch diesen reißerischen Titel gewählt, der bis heute ja noch die Herzen bewegt, Kritik der reinen Vernunft, das ist nicht alles. Und da hat er auch vollkommen recht, denn im Grunde war Kant viel näher an den Daoisten, als er selber wusste. Kant hat gesagt, das ist nicht alles. Da gibt es noch andere Formen von Nachdenken oder von inneren Impulsen oder von etwas, was da wichtig wird. Und er sagte, irgendwann kommt dieser kategorische Imperativ, du machst alles richtig, sozusagen im vernünftigen Sinn, und dann kommt irgendwas in dir, das sagt, es geht nicht mehr. Und er nennt das den kategorischen Imperativ. Er meint kategorisch, ich kann mich dem gar nicht widersetzen. Und Imperativ ist wie ein Befehl, es muss jetzt sein. Und ich glaube, viele Menschen kennen das im Leben. Es gibt Punkte, wo eine Wende vollzogen wird, die kommt irgendwie aus dem Inneren, und da sind wir eigentlich schon beim Wandel, der von innen kommt. Woher kommt es eigentlich? Nun, es kommt, weil wir innerlich sozusagen noch mehr tun als vernünftig sein. Und vielleicht macht das auch die Qualität von Leben und die Schönheit des Lebens aus, dass wir unvernünftig sind. Wenn wir hier einmal hereinschauen, habe ich so ein, dieses rational-kognitive Denken, das hat sehr viel zu tun mit dem, was Freud das Ich nennt. Also eine Entscheidungsinstanz, die im Menschen vorhanden ist. Wenn wir uns das weiter anschauen, dann gibt es noch eine andere Struktur im Gehirn. Das ist das limbische System, das ist also eine Art Gehirn vor unserem Gehirn, man nennt es manchmal auch das Reptiliengehirn. Das ist sozusagen das Zentrum, in dem einfachere Schlussfolgerungen gezogen werden. Da geht es zum Beispiel darum, wie Sie Salzstangen essen. Sie kennen das vielleicht, Sie nehmen Salzstangen und sagen, nee, den zweiten nehme ich nicht. Denn erstens werde ich davon dick und zweitens kriege ich davon Durst. Und wenn ich Durst kriege, werde ich nochmal dick davon. Aber wenn Sie abends etwa den Tatort sehen und Ihr Großhirn denkt gerade nach, wer der Mörder ist, und da steht so ein bisschen Salzstangen herum, vielleicht ist es Ihnen da mal so gegangen wie mir, Sie sehen es, dass sozusagen man erstmal so reinlangt und dann nimmt man so eine Salzstange und dann sieht man da weiter zu und irgendwann sind die Salzstangen leer, aber der Tatort ist noch gar nicht vorbei. Da wird etwas enthemmt und nicht mehr kontrolliert. Das rational-kognitive Denken, das hemmt und kontrolliert diese unbewussten Dinge. Freud hat die zusammengefasst als Triebe bezeichnet und wir wissen heute, dass man diesen Begriff vielleicht noch etwas besser definieren kann. Es ist sozusagen ein biologisches Programmverhalten. Irgendwann waren wir nämlich einmal Steppenwesen und hatten immer einen Salzmangel. Und wir haben deshalb in unserem Gehirn einprogrammiert, Salz will ich haben. Und so wie Sie das nicht kontrollieren, beim Tatort zum Beispiel, dann geht das los. Jetzt können Sie sagen, bei Salzstangen ist ja nicht so schlimm. Aber bei anderen Dingen könnte das Probleme machen. Denn in der Tat handelt es sich um Handlungsabläufe, nicht nur will ich haben, sondern wenn wir weiterschauen, sind darin ganze Filme abgespeichert, ganze Handlungsideen. Das ist eine gewagte These, vielleicht sagt der ein oder andere noch, was willst denn du da sagen? Das Denken ist doch eine leere Tafel, eine Tabula rasa und das wird doch nur alles gelernt und deshalb ist das auch alles aus dem Sozialen heraus erklärbar. Das soziale Schwein bestimmt das Bewusstschwein, Sie kennen das schon. Aber das ist nicht so. Sondern der Mensch hat einen inneren Bau und er handelt deshalb, so wie er handeln muss. Da gibt es regelrechte Verhaltensprogramme. Sie haben es vielleicht, der eine oder andere von Ihnen wird einen Hund haben. Und wir mögen die Hunde so gern, weil sie uns so ähnlich sind. Ich bin ziemlich sicher, einige von Ihnen sind heute Abend gekommen,
weil sie gehofft haben, ich bringe meine neue Boxerin mit. Aber das kann ich nicht machen, weil diese Boxerin nur ein mäßiges wissenschaftliches Interesse hat. Die interessiert sich mehr für Leberwurst. Und da sind wir eigentlich auch gerade beim limbischen System. Wenn man sozusagen so ein Verhaltensprogramm angeknipst hat, dann interessiert man sich nur noch dafür. Und das rational-kognitive Denken hat Schwierigkeiten, dieses Interesse jetzt zu modulieren oder gar zu begründen. Ich sage zum Beispiel häufig zu dieser Boxerin, du hast schon genug Leberwurst gegessen, aber sie ist der Meinung, das muss schon Monate her sein. Wenn Sie zum Beispiel so einen Hund sehen, wenn der einen zweiten Hund begegnet, zum Beispiel meine Boxerin begegnet einem sozialistischen Terrier am Gartenzaun, dann werden Sie sehen, dass die beiden sofort so machen. Und das machen wir Menschen auch, wenn wir unsere Territorien abstecken. Das heißt, immer dann, wenn wir Konflikte haben, sozusagen emotionale Konflikte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir so ein Terrierproblem haben. Da kommt irgendeiner und will uns was. Da sind also Verhalten drin, in denen zum Beispiel das Territorium behauptet wird. All das wird hier in diesem unteren Teil, hier ist das limbische System so rund um diese weißen Klecks hier. Und hier vorne sind so ein paar Fasern, die gehen hier unten runter unter diesem frontoorbitalen Kortex und da sitzen die drin. Da wird jetzt geklärt sozusagen, wer hat hier eigentlich die breitere Brust, wer hat das schönere, tiefere Knurren. Wenn diese Frage von Anfang an unklar ist, gibt es eine Riesenbeißerei. Und da werden Sie sehen, dass Terrier und Boxer diese Beißerei ganz unterschiedlich erklären. Und so ist das auch im menschlichen Leben. Je nachdem, ob man jetzt die eine oder andere Rolle spielt, hat man ein anderes Erklärungsmuster. Das heißt, eigentlich kommt der Handlungsantrieb von hier unten, aber nachträglich wird er von da oben begründet. Das ist auch bei komplizierteren Verhaltensproblemen so, oder Konflikten so, zum Beispiel, wenn es um Hierarchiekonflikte geht. Sie kennen vielleicht diese Studien der 60er Jahre über das Sozialverhalten des deutschen Haushuhns. Das war übrigens ein amerikanisches Haushuhn, deutscher Abstammung, wie man weiß. Aber wie verhält es sich? Na, eigentlich auch nicht anders als Ärzte in einer Universitätsklinik oder Menschen bei SAP oder bei MLP oder in einer Stadtverwaltung. Sie bilden sozusagen automatisch Hierarchien. Und wenn Sie mal wissen wollen, warum das eine Huhn Alpha-Huhn wird, das ist das Chefhuhn, das wird meist am dicksten und hat am meisten Nachkommen, und das andere Huhn Omega, sozusagen das A-Loch-Huhn, wird, das hat nichts damit zu tun, mit dem, was Sie vielleicht meinen, dass das eine Huhn vielleicht ohnehin stärker, begabter und durchsetzungsfähiger wäre. Das ist nicht ganz so. Erstaunlicherweise wird das Huhn Alpha-Huhn, das die besten Beta-Hühner, also die besten Verbündeten, wählt. Wie das geht, können Sie bei Machiavelli im 15. Jahrhundert schon nachlesen. Dies ist also ein ganz komplexer Vorgang, ob ich Alpha oder Omega, Beta oder Gamma-Huhn wäre. Und jetzt wird Ihnen schon klar, das ist ja wie in vom Winde verweht. Weil diese Programme jetzt auch noch parallel laufen. Da gibt es Leute, die greifen Territorien an und parallel dazu gibt es das Problem, wer hat ja eigentlich zu sagen? Der Gary Cooper oder der Schwiegervater. Und zur gleichen Zeit gibt es Flirtprogramme. Das ist alles genetisch sozusagen einprogrammiert. Wie finden sich zwei Leute? Der Geruch spielt eine große Rolle dabei. Aber auch ein Verhaltensmodus in Schritten. Und deshalb kann man sagen, da wird großes Kino gemacht im limbischen System. Da ist sozusagen der Film unseres Lebens. Und meistens laufen parallele Filme. Das heißt, Sie können in Ihrer Firma durchaus ein Omega-Huhn sein. Zum Beispiel, sag mal, Gabelstapler im Aldi-Markt. Gabelstaplerfahrer im Aldi-Markt. Aber Sie können im Kleintierzüchterverein durchaus ein Alpha-Huhn sein und sagen, ich habe das beste Karnickel gezüchtet. Gott sei Dank gibt es diese Hierarchien und diese Territorien so und so häufig parallel,
sodass nicht das passiert, was im Tierreich passiert, dass die Hühner, die nicht Alpha sind, die Wölfe, die nicht Chefwölfe sind, gleichzeitig viel, viel kürzer leben. Sondern das ist etwas ausgewogener. Da werden Sie sich jetzt fragen, was haben wir denn noch an Intelligenz, außer dieser Programmintelligenz, sozusagen dem besseren Wort für Triebe? Nun, wir haben noch eine Intelligenz, die sozusagen hier sitzt, und das ist dieses Dreieck, diese Pyramide, steht hier für den Hypothalamus. Das ist die Körpersteuerung. Und die Körpersteuerung, die macht nun, welches vegetative Muster Sie fahren, das heißt, welches Funktionsmuster. Und Sie kennen die eigentlich alle, diese Muster, weil Sie sie aus dem Alltag schon beobachtet haben. Es sind Muster wie, sich so zu benehmen, da ist mehr Dopamin, da ist mehr Cortisol, da ist mehr Sympathikus, da ist mehr Blutdruck, da ist mehr Herzfrequenz, da ist mehr Muskelspannung. Oder dass Sie sagen, ich basta. Oder dass Sie sagen, ich will jetzt mal ganz genau wahrnehmen, was Sie da sagen. Und dann hören Sie mal, ich möchte das gerne schriftlich haben, noch einmal. Und diese Muster kann die chinesische Medizin ganz genau beschreiben und weiß, warum die eintreten. Und je nachdem, ob Sie zum Beispiel in einen Saloon gehen, wenn Sie in einem Western mitspielen, wir sprachen von Film, und Sie kommen da so rein, wie Clint Eastwood. Sie kennen Clint Eastwood? Ne, der hieß früher Heinz Oswald. Heinz klingt ja auch so ähnlich wie Clint, ne? Und Eastwood heißt Oswald. Oder ob Sie da zum Beispiel reingehen wie Roberto Blanco. Ne? Da passiert was anderes in dem Film. Im einen Fall gibt es eine unglaubliche Keilerei und im anderen Fall lachen die miteinander und haben Spaß. Das heißt, die Rolle, die sie sich aussuchen in diesem Film, hängt davon ab, was dieses Gehirnteil mit ihrem Körper gerade macht. Und das können sie ganz schwer bewusst kontrollieren. Das war ja das autonome Nervensystem. Und das kann Ihnen die chinesische Medizin gut erklären. Und das würde ich gern versuchen, Ihnen heute etwas näher zu bringen.